Schlank war er, von unverschnörkelter Linie, sehr übersichtlich, leicht agil und geräumig genug und damit das genaue Gegenteil seiner Nachfolger von heute. Die Rede ist vom ersten großen BMW nach dem alten Barockengel der 50er Jahre, intern mit dem Code E3 belegt. Der Höhepunkt war 1971 im 3.0 SI, der 200 PS leistete. BMW dürfte ihn gern wieder aufleben lassen. Wir haben schon mal Vorarbeit geleistet. Hier unser SI der Jetztzeit. Klare Linien, weniger Schwulst, dazu die gute alte Haifischfront. Und 3 Liter Hubraum langen bekanntlich auch heute noch, falls gewünscht sogar für die doppelte PS-Zahl. Von 1968 bis 1977 wurde der Jungdynamiker gebaut. 50 Jahre später, das wäre doch ein tolles Comeback.